So, da sind wir wieder, liebe Leute. Zack. Ich habe gerade echt überlegt, ob ich künftig vielleicht generell die Pause weglasse. Ach, ich weiß nicht, 10 Minuten habe ich eigentlich immer gemacht und mir ist jetzt mal aufgefallen, das braucht man eigentlich gar nicht so viel Zeit. Zumindest ich als Streamer nicht. Ich weiß ja nicht, wie es mit euch aussieht, aber ich per se brauche es nicht unbedingt tatsächlich. Naja, kann ich ja mal gucken, wie ich das in Zukunft mache, das Ganze. Ich muss vor allem gucken, wie ich hier meine Farm nachher hinstelle. Oder eher hier in diesem Bereich, ne? Vielleicht sind wir hier ein paar Farmen zu machen. Hier die Fabriken für vor allem Eisenstein brauche ich auch nicht so unbedingt. Ja. Farm, Lager. Und hier alles Mögliche an Bevölkerung. Oh, das wird zu eng und knapp. Wie schon erwähnt, hätte ich wenigstens Steinhäuser. Sieht so aus, als wenn das wie so schräg runtergehen würde. Aber es ist gerade. Das ist ulkig. Optische Täuschung hier. Wenn es diesen Steinhäuser werden, müsste ich mich nicht so extrem ausbreiten. Ich hätte also mehr Platz für meine Verteidigungen. So ist natürlich wieder ein bisschen blöd. Aber aufgrund der Sniper... Aufgrund der Sniper wiederum geht es vielleicht trotzdem besser als gedacht. Wir werden sehen. Ja, gut. Jetzt, wo hier nicht so viel passiert, die nächsten 40 Tage. Alter, das ist echt eine lange Zeit, bis hier was passiert. Was gab's denn bei euch so zu Weihnachten? Sagt mal. Ist ja ein total spannendes Thema und so. Du brauchst ja kein Holz, ne? Genau. Ja, ja. Ich habe mir tatsächlich jetzt was gegönnt. So ganz spontan, weil ich weiß gar nicht warum. Ich hatte irgendwie so ein... Hab mich so vom Hype des Vorgängers hinreißen lassen. Sports Story? Ja. Der Nachfolger von Golf Story. Habe ich mir gegönnt auf der Nintendo Switch, weil ja der Vorgänger Golf Story damals so extrem gehypt wurde und ganz toll war angeblich. Hat mich per se nicht so interessiert, weil ein Golfspiel, Golf ist eines der langweiligsten Sachen, die man machen kann. Ich finde Minigolf zwar ganz nett, aber so richtiges Golf, was soll der Käse? Nee, danke. Ja, naja, so ungefähr mein... Oh, man kann ja nicht hinbauen hier an der Stelle, ist der blöde. Ja, da muss ich ja hier oder hier. Also da. Und dann kommen die da hin. Einer von beiden kommt. Wieso der zweite nicht? Grafisch mehr nicht. Egal, ich brauche jetzt wahrscheinlich hauptsächlich das hier, deswegen ist es auch egal. Holz brauche ich auch ohne Ende. Jedenfalls habe ich mir ein Sports Story geholt, weil ich mich von dem Hype der Leute hinreißen lassen, bla bla bla, soll ganz gut sein, Blindkauf, bla und so weiter. Ich finde das Spiel zum einen echt schlecht, muss ich sagen. Macht mir nicht wirklich Spaß. Ich weiß nicht. Ach. Die ganze Gameplay-Mechanik ist nicht so meins und die ganzen Dialoge sind so pseudo-witzig, nicht wirklich mein Humor und keine Ahnung. Haut alles nicht so hin. Für mich persönlich natürlich. Gibt natürlich auch andere Meinungen, die sind auch völlig in Ordnung und okay. Für mich ist es halt nichts. Entsprechend doch ziemlich enttäuscht davon sozusagen, wobei es eigentlich eine selbsterfüllende Prophezeiung war, weil ich habe geahnt, das gehört nichts für mich. Ich habe halt wie gesagt nur auf die Stimmen der anderen gehört, ohne mich groß zu informieren, zu machen und Videos zu gucken. Ich dachte mir so, oh geil, RPG wäre ganz nett, ganz kurz und so weiter und so fort. Wird schon ganz cool. Holst dir mal, ist ja auch nicht teuer für 16 Euro, 20 um den Dreh so. Ah ja, war ein Fehlkauf für mich, eindeutig. Vor allem, weil es auch dazu, das kommt noch dazu, wie gesagt, extrem viele Bugs hat aktuell. Das ist wirklich grenzwertig, möchte ich meinen. Mal 1, 2, 1. Ist grenzwertig, wirklich mit den ganzen Bugs und so weiter. Das kann man. Naja, ist nicht schön. Gibt Schlimmeres. Also, Gotham Knights zum Beispiel ärgert mich das schon eher beim Spielen. Rein von der technischen Seite her. Wobei ich da auch gehört habe, bei Gotham Knights Let's Play, also beim Spiel, wie es bei mir läuft, ist generell nicht normal. Das ist irgendwie bestimmt noch ein spezielles Problem, was sonst nicht so auftritt. Weil es echt nicht so extrem kaputt sein soll und abstürzen soll, wie es bei mir halt tut. Auch toll, die Ansage so an sich. Deswegen habe ich da mal auf Datenfehler aktualisieren gemacht, keine Ahnung was. Hab tatsächlich, dann war ich unterwegs, nicht geguckt, was dabei rauskam, aber ich schätze mal, es wurde nichts gefunden, wer weiß. Ansonsten werde ich mal das Spiel komplett deinstallieren und installieren. Ach gut, deswegen kriege ich keine Ressourcen gehabt. Das Gotham Knights aber hier vielleicht ein bisschen besser läuft wenigstens. Müssen wir da mal gucken. Aber ja gut, das ist das eine Ding. Attention. Building completed. Also. Hüsterchen.
Na jedenfalls, das ist halt noch schlimmer als das Sports Story, aber bei Gotham Knights macht wenigstens das Grundspiel noch ziemlich Spaß. Bei Sports Story halt schon das nicht, deswegen das ist kein so perfekter Vergleich. Und naja, Fehlkauf. Jetzt habe ich mir dafür Chained Echoes geholt, für die Switch auch ebenfalls. Was ja offenbar ein ziemliches Highlight sein soll, so als RPG-Fan. Wie das ist, wie es wird und so weiter und so fort, kann ich noch nicht sagen. Ich habe es erst runtergeladen. Ich werde es erst wahrscheinlich heute Abend noch anspielen nach der Sache hier. Oder morgen früh, keine Ahnung. Wie ich Zeit finde, ist jetzt dann doch wieder alles voll Festtagsbesuche die nächsten Tage. Also mal stehen, wie es auch hinhaut und so weiter. Siehst, ich habe da und da eine Quelle für Eisen. Hm, das ist eine größere Quelle auf jeden Fall. Na, erstmal nach oben bauen. Ja, jedenfalls gucken wir da mal, das Spiel soll ziemlich. Ich glaube, da kann ich nicht enttäuscht werden, habe mich auch ein bisschen geguckt im Vorfeld. Ich finde zwar die Grafik nicht so geil, weil es irgendwie so ein bisschen RPG-Mecker-Charme hat. Ich meine, bevor jetzt jemand was sagt, ja, es ist keine RPG-Mecker-Grafik, ist mir auch klar. Aber viele Assets ketten halt mehr oder weniger vom RPG-Maker da. Die kommen einem sehr bekannt vor und das ist ein bisschen, was mich immer abschreckt. Rein grafisch ist halt nicht so meins. Obwohl ich RPG-Maker-Spiele gespielt habe und auch gut fand und auch selbst welche gemacht habe, aber irgendwie bei sowas denke ich mir dann so, weiß nicht. Ich weiß auch nicht, ein bisschen merkwürdig und auch nicht wirklich rational oder eine Logik drin, aber es ist halt bei mir einfach so. Naja, egal, der Punkt ist jedenfalls, das Spiel an sich wird mir bestimmt gefallen, da bin ich absolut sicher, weil es sieht einfach aus wie ein Spiel, was ich gut finde. Kann ich eigentlich ziemlich sicher sagen. Und bin mal gespannt, wie es ist und dann kann ich da ein bisschen Feedback geben, gegebenenfalls. Naja, aber nach dieser Sports-Story-Reihenfallgeschichte kann es eigentlich eh nur besser werden, insofern, naja. Mal gucken. Ja, das ist so bei mir der Stand aktuell. Traurig, aber wahr. Nicht viel passiert im Staat Dänemark. So, jetzt baue ich hier noch einen hin. Und das hier, ja. Wie sieht es an der Front für den Schreiner aus? Noch nicht so gut. Kommt alles noch. So, Geld haben wir ohne Ende. Das ist schön. Ich habe immer gerne Geld. Ich habe lieber gerne Geld, als kein Geld zu haben. Überraschung. Da geht einer, ja. Ich hätte da sowieso nicht mehr hinbauen, wahrscheinlich, weil ich muss mich wieder. Ach, verdammt, darf ich absperren. Echt nicht geil hier die Karte. Ich meine, interessant und spannend ist was anderes, aber echt nicht geil. Dann noch einer. Echt gespannt, wie das hier wird. Oh, bauen wir mal einfach random den hier irgendwo hin. Zack. Kann ich auch langsam. Ja, ein bisschen Holz. Ich muss jetzt keine Einheiten bauen. Ich brauche eigentlich bloß Scharfschützen. Ich werde nur Scharfschützen bauen. Weil ich jetzt auch gerade aktuell nichts habe, weil ich ihn kaputt machen kann. Also was soll ich mit anderen Einheiten? Bringt mir ja nichts. Ist echt irritierend, dass der Brand so schräg wirkt. Augen sind Bitches. Ah, Mann. Naja, gut. Ich brauche nochmal einen Steinbruch demnächst. Was ist so los? Sound leiser geworden auf einmal? Ist ja ulkig. Hm, da hat wohl der Loop gerade geendet. Ah, geht wieder irgendwas los gerade. Schön, schön. Ich wäre echt total froh, hätte ich jetzt bereits sowas wie einen Steinwall. Mal 6 auf einmal. Ich glaube, hier einer. Hier 6. Und dann geht aber hier keiner mehr. Aber ist nicht so schlimm, oder? Ganz ehrlich. Ich meine, ich könnte den hier hin machen. 4 und 1. Das sind, oh, jetzt gut 2 und 5. Ne. 4. Überlagert sich aber mit einem einzigen. Also 6 ist schon das Geilste, was ich rausholen kann, glaube ich. Dann ist dies einem auch egal. Zumal noch hier dann die Markthalle kommen wird. Das passt ja nicht. Zack. So weit, so gut. Und hier muss ich erstmal den Scharfschützen erforschen, wenn es dann soweit ist. Aber das ist auch kein Problem. Das kriegen wir dann auch noch hin. Was wollte ich gerade machen? Mehr Häuser bauen. Ich glaube, den Markt setzen wir hier nachher gleich hin. Oder warte ich, glaube ich, noch kurz. Wobei, ich brauche 200 Leute für den Markt, ne? Also, muss so oder so noch ein bisschen was bauen, bevor es da weitergeht in die Richtung. Zack, kann ich eigentlich alles vollpflastern. Problem ist, ich weiß aber nicht genau, wie viel Platz der Markt braucht, ne? Sind das 3x3? Waren es 4x4 Felder?
Jetzt soll ich nichts abreißen danach. Nur ein bisschen Platz dazu. Ich kann ja einfach das Ding dran bauen. Ich denke, wenn ich das hier mache, passt das schon. Das passt auf jeden Fall. So. Und weiter will ich hier eigentlich auch nicht, weil dann ist die Grenze so dicht dran. Oh, dann würde ich eher nach hier noch ein bisschen bauen. Hier ein Markt und da ein Markt, würde ich sagen. So, um den Dreh kann man das Ganze wohl ansteuern. Ja, nach oben, lieber nach unten. Mal hier ein. Oh, ein bisschen Nahrung anstellen irgendwo. 17, sie passt schon. Machen wir. Attention. Building completed. Dafür reicht es nicht aus. Naja, naja. Man mausert sich so langsam an die richtigen Sachen ran hier. Hier ist sogar eine Ölplattform, wenn ich wollen würde. Und könnte natürlich. Ich habe es ja aktuell nicht. Aber eines Tages wäre das möglich. Attention. Oh, erstmal hier Building an. Completed. Ja, komm. Zack. Machen wir so. Attention. Building completed. Oh. Mach gleich nach hier hin. Zack, da ein. Da ein. Da ein. Und Ende. Und weiter mit den Sachen hier. Jawohl. Zack, zack. Ich bin sehr gespannt. Echt, bei dieser Mission bin ich echt mega, mega, mega mäßig gespannt, wie das nun wird. So, was brauche ich Gold für? Ah, das muss eine Goldsache. Naja, ist ja klar. Hier, der Wachturm ist ja auch bereits so ein Aussichts... Attention. Building completed. Wieso kann ich den bauen? Attention. Building completed. Ach so, der war Teil vom Scharfschützen-Freischaltungsding jetzt. Deswegen. Ich wollte gerade sagen, also ich hätte jetzt das Ding genommen, ohne es zu wollen. Es ist gelockt, weil ich die Mission angefangen habe. Wäre natürlich schön doof. Aber nein, das ist noch von der anderen Sache. Alles gut. Das sollte mich jetzt nicht so dramatisch beeinflussen. Die Musik ist echt interessant, die gerade. Das ist so. Mag ich. Finde ich cool. Det. 18 hier, dann würde ich aber Duckerman kriegen, nehme ich an. Hier war noch zwei, wobei. Ne, übersteigen sich sowieso, das geht nicht. Also mehr als 18 sind nicht mehr drin, wie es aussieht. Und ich kann auch vorher gar nicht bauen. Verzeihung. Tja, die Grippe, die wird nur eine Weile mit Husten auf sich aufmerksam machen im Nachhinein. Da werde ich wenig gegen tun können, fürchte ich. Anhalten hier. 18, ich könnte. Nein, das ist auch Quatsch. Ich muss das von hier machen, sowieso als andere Käse. 18 da. Kann ich auch da gerne noch hinmachen, eigentlich. Und dann lieber hier oben. Zack. 16 da. Oh, ist auch schön. Kommt langsam ein bisschen was zusammen. Ich glaube, mehr als 11 wird es auch nicht mehr werden. Naja, so weit, so gut. Hol ich mir jetzt die hier? Ich meine, ich brauche ja noch nicht so viele Scharfschützen. Andererseits, umso früher die Produktion losgeht, umso besser, ne? Also ich warte auf Scharfschützen. Ich werde erstmal Scharfschützen mir holen. Und bis da noch ein bisschen was hiervon, wenn das gleich wieder machbar ist. Und alles andere ist ja einfach noch nicht so relevant. Ich meine, es ist schon schön, jetzt hier ein bisschen Zeit zu haben zum Bauen und so weiter. Ein Gasthaus ist ja auch ganz geil eigentlich. Für diese Mission. Um mir ein bisschen mehr Soldaten ranzukriegen. Aber da brauche ich ja zwei Forschungsdinger wieder für, damit sie auch Soldaten bringen. Alles nicht so leicht. So. Ja, den haben wir gleich. Dann hole ich mir direkt einen Marktplatz, würde ich sagen. Und danach die Steinhäuser. Und dann die Farm. Ja, ich glaube, die Reihenfolge ist okay. Wobei ich auch eher auf die Häuser gehen könnte. Marktplatz, Haus, Farm. So mache ich das, würde ich sagen. Und dann bauen wir uns langsam mal die Kaserne auf, wenn das Geld da ist. Ist ja auch jeden Moment soweit. Ich sollte mir auch mehr als eine Kaserne bauen, definitiv, um ein bisschen mehr Produktion zu haben.
Aber erstmal reicht das natürlich erstmal die eine grundlegende, ist auch klar. Und dann hauen wir jetzt mal die ganzen Sniper raus. Ich habe echt die Hoffnung, dass die Sniper jetzt einiges rausholen bei der Mission. Ohne würde ich jetzt wirklich, wirklich Bammel haben. Aber ich habe zumindest die. Aber es bleibt spannend generell mit der Kampagne hier, wie das dann weiterläuft. Wenn das jetzt schon so kritisch ist eigentlich. Gut, Marktplatz habe ich auch gleich genug Leute für. Wenn die hier da sind, habe ich dann alle meine 200 voll, nehme ich mal an. Dann steht dem auch nichts im Wege. Dann baue ich mir eine Lagerhalle hier oben hin. Für eine höhere Produktion, natürlich für generell höheres Lager, ist auch klar. Und ich habe hier auch einige Nahrungssachen dann im Radius drin. Und ich kann ein paar Farmen dazu bauen demnächst. Das klingt doch alles ganz schön. Attention. Technology research finished. Das ist schön. Kann ich mir nämlich direkt... Was soll ich in den Markt haben, ne? Hau rein. So, jetzt kommen die relevanten Sachen langsam zusammen. Was soll ich gerade gucken? Genau, das hier wollte ich. Da wollte ich Gold für haben. Wir warten kurz. Kann ich gerade nicht so viel machen. Bei sowas hätte ich ganz gerne im Spiel auch eine Vorspultaste, wie bei Anno. Das macht aber ein bisschen schneller, das Spiel. Das ist ja leider nicht der Fall hier. Oh, ich überlege, am besten wäre wahrscheinlich wieder zwei Lager halt. Eine hier, eine da. So um den Dreh, dass man die beiden Sachen im Radius hat. Und ja, wir haben 216, also auch genug für den Markt gleich. Wunderbar. Ja, wenn ich es hier hinbaue letztendlich, da baue ich nichts mehr hin an Ressourcen, Nahrung und so weiter. Habe ich den guten Mann da oben noch im Radius drin? Tja. Hier habe ich den Fischer drin. Hier habe ich die beiden Jagdhütten drin. Ich glaube, es ist sinnvoller. Dann wiederum, wenn ich da eh noch eins drüben hinbaue, ein Lager, ist es sinnvoller, vielleicht den hier mit dabei zu haben. Machen wir das einfach. Machen wir es so. Das passt schon. Hoffe ich. Zack. Weitermachen. Attention. Building complete. Sehr schön. Sniper, Holz und Eisen. Ist klar. Nahrung und Arbeiter. Kann er einholen. Kein Gold mehr. Schön doof. Ich hätte, glaube ich, die ganze Stadt abriegeln müssen. Hier mit Barrikaden, mit dir nicht. Ach, es wird... Ei. Ich weiß nicht, wie stark die letzte Welle wird. Oder die generell die Wellen. Kann ich ja noch gar nicht abschätzen. Aber die wird bestimmt nicht ohne sein. Und wie gesagt, halt von allen Enden und Ecken. Vielleicht kommen auch bloß wieder vier. Eins oben, links und so weiter. Ne? Kann ja auch sein. Sniper is ready. Nee, bisher müsste man es auch mal bloß zwei Wellen. Ne, waren es auch vier Wellen. Yeah. Jetzt, so meine ich. Falls sind es bloß vier, dann habe ich Glück. Sicher sein kann ich mir natürlich absolut gar nicht an der Stelle. Sie alles noch ausstellen müssen. Naja. Ich kann auch bloß hoffen, dass hier weiterhin keine Zombies kommen, während ich hier einfach so spiele. Ist ja auch noch nicht raus, ist gar keiner spawnt während meiner Spielzeit. Alles im möglichen Bereich, theoretisch. Muss ich ein bisschen aufpassen. Mach jetzt auch möglich, gut. Ein paar Steine noch. Ach, kriegst du wenig Steine dazu. Aber das letzte Gebäude, wo ich überhaupt Steine für brauche, also was soll's. Damit können wir leben. Ein bisschen Geduld, dann läuft das. Soll ich bei dir her? Doch, wollte ich sagen. Komm mal ran, du zweiter Sniper-Mann. Attention. Building completed. Mhm, das ist schön. Attention. Building completed. Das ist auch toll. Sag mal den nächsten Markt, bitte, ja? Ich habe jetzt eine Holzüberproduktion hier, die ich mir nicht refinanzieren kann. Nein, dahin. Bei der Minikarte will ich auch alles, was ich habe, abgedeckt haben letztendlich. Damit ich jeden Zentimeter bebauen kann. Vor allem für die Verteidigung her natürlich, glaube ich, Gold wert, das Ganze. So. Ah, ich glaube... Da ist gut, hier brauche ich ja gar nichts tatsächlich. Das ist ja sowieso schon eine natürliche Grenze, das ist okay. Ich kann die Häuser ein bisschen upgraden. Attention. Building completed. Ein paar gehen, dann ist vorbei mit der Energie.
Hat aber auch Energie, ne? Ja, 8 Stück. Attention. Und ich kann auch keine besseren Mühlen bauen bisher. Ich kann ja überhaupt nicht. Ich habe nur diese blöden Mühlen für Energie. Aha. Attention. Building completed. Das wird echt super schwierig. Vor allem auf dem kleinen Bereich hier, mal ganz kurz, habe ich jetzt 200 Leute. Die werden noch zu 400 anwachsen aufgrund der Weiterentwicklung. Da ist dann quasi ein Drittel von dem, was ich brauche. Das heißt, ich muss das Ganze hier nochmal haben und hier echt nochmal. Es wird wirklich voll. Am besten hier noch was hinbauen. Da muss ich gucken, wo der Rest bleibt, ne? Mit der Produktion. Oh Mann, 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 oh Mann. Ich habe echt Bammel vor den Konsequenzen dieser Mission. Gut, Konsequenzen wird es keine haben, aber für, ne, vor dem Ausgang und allem. Das wird nicht ohne. Eine Mühle, wie schön. Mehr geht nicht, natürlich nicht. Was fehlt? Alles? Ach ja, alles. Gold und Holz. Läuft. Ich meine, ich sollte auch tatsächlich möglichst spät anfangen, Sniper zu bauen, weil die ja mir auf der Tasche liegen, wenn ich erstmal habe. Klar, es muss minus 5 Gold, aber letztendlich ist es halt Gold, was fehlt. Und wenn ich erstmal ein bisschen Gold dran schaue, kann ich ja mehr auf einmal bauen, theoretisch, wenn ich davon noch ein paar mehr habe. Und ich habe ja Zeit für ein paar Tage. Wäre also wahrscheinlich ganz sinnig, das erstmal ein bisschen hinten anzureihen. Ich überlege auch, baue ich noch ein Holzwerk oder tue ich es nicht? Ich glaube schon, doch. Ich werde bestimmt noch ein oder zwei davon bauen. Bestimmt. Wir haben ja 16. Komm, das lasse ich mir nicht nehmen. Zack. Das machen wir schon noch. Ich muss echt dafür sorgen, erstmal viel Geld zu kriegen, würde ich sagen. Danach ein paar Farmen. Das mache ich einmal so. Zack, zack. Und dann steuere ich mal die Farmen an. Das hier ist völlig unnötig in der Mission. Völlig unnötig. Auch generell baue ich eigentlich nie das Teil. Ist ja bloß einfach ein Turm, der ein bisschen Karte aktiv aufdeckt. Bei dieser Minikarte ist das wirklich schwachsinnig. Und eben die Radarstation, die wir vorhin schon gesehen haben, die hat auch ein bisschen größeren Radius und dann der stille Beobachter ist halt die ganze Karte. Was ganz cool ist, was ich auch ganz gerne mache, Survival-Modus hier absolut unnötig. Mal da einen hin. Wobei ich kann den auch einfach. Ich sollte die auch ein bisschen aufsparen, eigentlich. Die Dinger hier. Ich will erstmal für Gold sorgen. Eine schöne, stetige Goldproduktion. Was gerade an dem ganzen Stahlzeug ein bisschen schade ist. Eisen. Nicht Stahl, aber es ist ein Stahlträger. Attention. Building completed. Naja. Wir machen es so gut, wie es geht, ne? Gut, da fällt mir gerade ein, ich habe vergessen natürlich, dass ich habe ja nicht nur das hier als Kolonisten, Leute. Ich habe nachher noch die ganzen Sachen ja auch was dazu zählen. Stimmt ja. Ich muss nicht nur die Häuser hier bauen, um das hinzukriegen. Das Building completed. Mit den 1600 kriegen wir schon irgendwie hin. Da bin ich recht optimistisch. Das geht irgendwie. Die Frage ist halt nur, ob wir es hinkriegen, das alles zu verteidigen letztendlich. Das ist das große Aber. Wenn und bla und blub. Wo es kritisch werden könnte. Wird. Ich könnte, das ist sicher, dass das kritisch wird. Oh, 13 nochmal dahin. Dann haben wir eine ordentliche Holzproduktion. Immerhin haben wir dann 50, 51. Das ist, glaube ich, auch ausreichend. So. Jetzt geht da wieder Nahrung los, die nicht mehr da ist. Aber wir farmen es jetzt auch schon in Reichweite. Wir müssen halt gucken, wie wir es hinkriegen, so nach und nach. Aber es ist trotzdem eine schöne, gemütliche Aufbausimulation gerade. Das kann man ja auch mal so sagen. Mal 72, schön. 74. Noch schöner. Ich kann hier meine Mauer rumbauen. Ach komm, was soll's. Ich nehme die 74 mit, die ich da haben kann. Und es passt für mich. Was? 77 Max? Ach, stimmt ja, nicht. Hier ist was anderes, da habe ich keinen Baubereich mehr. Da baue ich lieber nicht hin. Ah, ich liebe das hier aus. Wenn ich es dann nachher machen kann, geht einfach gar nicht. So. Die sorgen für ordentliche Nahrung. Das sorgt für ordentliche Bewohner. Ihr kennt das Prinzip. Die Musik ist echt geil gerade. Die ist spannungsgeladen. Die gefällt mir gut. Was? Ach, Sägemühle. Mhm. Ich brauche eine Menge Holz.
Die ganzen Steinsachen hier. Hätte ich eine Steinmauer, ja, aber habe ich ja auch nicht. Auch das wäre eine Sache, die mir sehr viel mehr... mich sehr viel mehr beruhigen würde, hätte ich Steinmauern, aber auch das ist ja nicht der Fall. Ja, toll. So, dann ist alles voll. Auch alles voll. Oh Mann, das wird noch was. Ach siehst du, ich wollte noch den Markt eigentlich mir holen. Hahaha. Ganz vergessen. Wir warten mal auf den Markt, bis der einsatzfähig ist. Und stellen die mal in die Mitte für mir ein bisschen mehr Nahrung. Da haben wir es auch schon. Ach mal, tatsächlich 3x3 bloß. Die auch nur einmal ranbauen. Ich meine, ich brauche diesen Platz, also es geht auch nicht viel besser tatsächlich. Das hätte so ähnlich ausgesehen. Dafür kann ich jetzt da auf dem Bahnhaus hinbauen. Schön. Ich wollte mal was gucken, fällt mir gerade ein. 12 Holz und 90 Gold. 12 Holz. Oh. 120 Gold? Ja. Und 12 Holz. Und wenn ich es aber so baue. Genau das, okay. Es nimmt sich also nichts. Das wollte ich mal überprüfen. Es nimmt sich tatsächlich nichts, ob ich erst das baue oder das weiterentwickle. Habe ich nie getan, jetzt gerade habe ich mal die Chance genutzt, weil ich dann gedacht habe, passt. Fällt mir eigentlich, aber den gerade gar nicht gecheckt auf den Marktplatz. Na, ist egal. Werde ich ja gleich sehen. Ich muss sowieso noch einiges bauen, also was soll's. Dupdi-du. Na, dupdi-da. Wenigstens muss ich hier nicht kurz aufpassen, dass ich hier Durchgänge lasse, weil... naja, ich habe ja quasi das hier als Durchgang, als globalen Durchgang für alles. Oh Mann. Habe ich schon erwähnt, dass die Mission extrem schwierig werden dürfte? Attention. Building completed. Machen wir den mal dahin. Attention. Building completed. Alles schön. Ich bin noch was, das Ding. Wir können haben. Bin mal fertig hier, lieber Markt. Sei mal so gut, ja? Ich werde schon mal gucken, ob ich hier ein paar Mühlen bauen kann. Danke fürs Speichern. Attention. Zack. So. Okay, doch einen krasseren Radius als gedacht. Kann hier oben noch was bauen. Dann kann ich hier auch noch einen Marktplatz bauen und da alles voll machen. Gut. Aber gut, ich werde nur bis hier würde ich bauen. Denn hier ist alles für Verteidigung reserviert. Oh Mann. Das wird was. Echt keine Lust auf die Zombie-Welle nachher. Hey, zwei Sachen. Toll. Es kommen wirklich keine Zombies bisher. Also es hat sich noch nicht geändert. Attention. Building completed. Die Frage, ob wir von hier kommen, von da kommen oder von hier, wo alles kommt. Oh ja. Attention. Building completed. Wie gesagt, wir halt alles hier im Radius wenigstens drin haben. Dass ich alles wirklich restlos bebauen kann. Denkt mal zumindest, das sollte ich mir dann auch gönnen. So. Weiterentwickeln bitte. Ich meine, ich habe halt eine Menge Nahrung, so ist nicht, aber ich brauche mehr. Ich brauche mehr, ich brauche viel mehr, ich brauche viel, viel mehr. Ich werde verlieren und total sterben in dieser Mission. Das ist ganz klar. So, jetzt sieht es schöner aus. Das ist echt eine böse Mission. Flop. Ja, wenn das Gold da ist, weitermachen. Immer schön weiterbauen. Wir haben noch Energie für immerhin. Na, 23 Häuser und der Rest. Ja, das haben wir auch viel gebraucht. Komm mal ran, Geld. Ich brauche mehr davon. Mehr Geld, mehr Geld. Ich hätte gern mehr Geld. Danke. Zug. Zug ist auch immer gut. Der Zug ist klug. Noch mehr. Ja. Hätte ich jetzt natürlich den Bonus gemacht, dass der Zug mir ein bisschen Gold mitbringt, hätte ich noch ein bisschen mehr Gold jetzt, ist auch klar. Wie jetzt gerade ganz praktisch tatsächlich in der Mission. Aber das halte ich für einen temporären Ausreißer. Später weiterhin relativ sinnfrei bleibt. Lieber andere Technologien vorher erforschen.
Ich dachte, er ist da oben schon? Doch, habe ich. Sieht so dunkel aus, aber... Attention. Building completed. Wahrscheinlich bloß in der Sichtweite des Turms. So. Brauche ich sowieso irgendwann. Das ist hier das Sinnvollste. Zack. Immer schön weitermachen. Keine Müdigkeit vorschützen. Wie brauche ich für die nächsten? 400. Ach, haben wir gleich. Aber ich habe ja, wie gesagt, hier sehr viel Platz. Ich würde bis nach oben noch stellen können, eigentlich ein paar Sachen. Ja, es wäre sinnvoller gewesen, den hier hinzuschieben. Einen Block weiter. Den nächsten hier hin. Naja, ist egal. Ich glaube, das wird auch nicht in irgendwas groß. Irgendwas groß bewirken, verändern. Das sehe ich nicht. Aber ich glaube, ein Holzfäller wäre noch ganz nett. So mal aus Spaß und Freude dazugeholt. Weil doch was ganz. Das Geld ist bald nicht mehr so das Problem, weil ich bekomme ja mehr Geld jetzt. Aber ich bekomme nicht mehr Holz. Und das ist ja, wie man gerade sehen kann, jetzt schon wieder alle. Dann kann ich auch mal schon so einbauen. Die Ressourcen habe ich übrig. Und ich habe knapp, naja, noch nicht ganz, die Hälfte der Zeit bis zur ersten Welle. Muss also auch langsam mal überlegen, vielleicht doch mal Verteidigung aufzubauen. Entsprechend würde ich auch schon mal ganz gern ein bisschen mehr Holz haben, um. Naja, Verteidigung aufzubauen. Plopp. Aber das kriegen wir alles hin. Also, das reine Ausbauen, das ist nicht das Problem, was ich hier in der Karte sehe. Ach, siehst du, geht's ein bisschen weiter da drüben. Sniper ist ready. Noch mehr Häuser, bitte. Oh, wir haben jetzt ein Drittel fertig. Von dem, was wir brauchen, da muss echt noch einiges an Häusern gebaut werden. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber wie gesagt, wir kriegen ja auch durch andere Sachen Kolonisten dazu, so ist nicht. Ich brauche sowieso noch nachher ein bisschen Nahrung. Attention. Building completed. Na? Attention. Building completed. Oh, oben gibt's 11. Also, nee, jetzt kann ich nicht machen, das ist zu dicht an der Dingens dran. Da muss der hier hin. Und eine zweite Lagerhalle soll sowieso noch dazu kommen. Jupp. Geht das hier nicht? Ach so! Das fehlt. Was sagen, das war wieder merkwürdig. So. Bauen wir den noch, bauen wir den anderen. Haben wir das auch ohne Ende? Hoppala. Plopp. Immer schön weitermachen, liebe Leute. Keine Müdigkeit vorschützen beim Häuserbau. Der Häuserbau ist wichtig. Einer geht noch. Bei dem weiß ich nicht genau. Plopp. Naja, der Rest geht nicht wirklich. Ist nett, danke. Ist auch nett. So, haben wir das fertig? Ja, haben wir. Dann gucken wir mal. Ach, jetzt braucht wieder Energie. Naja, bleibt auch nicht aus mit so einem blöden, langweiligen Mühlengerät. Komm, Holz, ich hab 60 dazu. Wir müssen schneller gehen hier. Ah, fällt doch hier noch eine Farm hinbauen, ich weiß gar nicht. Hier eher keine Farm. Hier eher auch nicht. Oh, was wie Mühl ist auch nochmal so ein Ding hier. Mann, 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 Mann. Ja, ja, wir warten, alles gut. Was wollte ich? Lagerhalle, Botte, 8 Energie, genau. Das ist noch nicht drin. Aber ein bisschen mehr Geld ist drin und zack, zack. Dann nutzen wir jetzt halt eben dafür, ist doch völlig in Ordnung. Ich meine, theoretisch, wenn die, wenn die generelle Welle so groß wird, wie eben gerade in der Hordenmission. Oh, opala, ist ein Reflex, egal. Dann reichen ja tatsächlich auch 1000 Sniper hier drumherum, ne? Das würde ja auch wirklich funktionieren, tatsächlich. Fällt mir gerade so auf. Also, vielleicht machen wir doch ein bisschen zu viel Sorgen. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Aber ich weiß es nicht. Oh Mann. Die Mission macht mich psychologisch total fertig gerade. Sniper is ready. Kann es gar nicht anders in Worte fassen. So, warte, du hast bis da alles. Dann machst du hier. Dann haben wir eigentlich alles, was sonst noch anfällt, oder? Die Otom auch mit drin, das auch. Sie werden noch besser. Und... warte. Die beiden sind nicht drin, da unten.
Holzfarm und das Fischerding. Und der da oben ist drin? Ist auch nicht mit drin. Na gut, okay. Aber lieber habe ich die beiden mit drin. Sniper is ready. Als nur ihn da oben. Oder was? Machen wir also so. Wobei ich könnte natürlich auch. Ist der Fisch wieder raus. Wir machen das so. Komm. Und Ende. Das passt schon. Jetzt aber die Zellen zu halten. Verdammt, na egal. Und wir brauchen Nahrung. Ja, warum auch nicht? 77? Läuft. Oh, alles ist 64. Gute erste ohne den auch. Dann ist natürlich klar. Sniper is ready. Einmal dort. Einmal dort. Zu weit soll das passen. Die Holzproduktion wird auch bald wieder angekurbelt hier durch meine ganzen neuen Sachen, die ich da so baue. Komm, auch noch einer rein. Schad ja nicht. Wir haben es ja ohne Ende. So, vielleicht brauche ich noch mal ein paar Häuser mehr. Ach, Nahrung fehlt. Gut, dann widmen wir uns erstmal dem hier. Muss ja auch gemacht werden. Ja, die beiden brauche ich nicht, ist okay. Da habe ich alles soweit und das sehe ich gerade. Ist die Karte generell zu Ende hier oder ist das bloß unsichtbar gerade für mich? Die ist generell zu Ende, oder? Glaube ich schon. Egal, ich schicke Leute hin, um das zu checken. Macht derweil hier weiter. Zack. Ganz so ideal. So, Holz alle. Ah ja, gleich ein bisschen Nahrung, alles gut. Zack. Sniper is ready. Hey, 77 Nahrung dazu. Gut, da haben wir alles. Ich würde mir ja den Reis echt anzeigen lassen, während ich baue. Das wäre echt totales, nettes Feature. Aber das macht das Spiel leider nicht mit mir. Finde ich echt schade. Egal, alle drin, das weiß ich. Das habe ich mir gemerkt. Hier passt aber keiner mehr hin. Das da oben weiß ich, dem was noch drin ist dann. Aber hier ist noch Schluss, den mache ich nicht. Da muss Verteidigungsanlagen hin. Das hilft alles nichts. Und dann noch einen daneben. Block, block. Geht auch noch alles. Komplett bis oben. Na gut, das läuft. So. Da auch noch, ne? Jawohl. Gott. Nein, nicht. Ich habe nur einen angeklickt. Was soll denn das? Ich habe einen angeklickt, nicht alle. Und da und da. Danke. Es läuft. Ich könnte da auch noch einen. Ach komm, dann mache ich auch noch einen. Machen wir schon einen, machen wir auch einen zweiten drin. Und dann auch durchlaufen, was passt. Und da kommt dann Verteidigung hin ohne Ende. So, Gold ist fast alle, aber ist nicht so schlimm. Die zählen ja alle. Building completed. Ich hätte sehr gerne nur eine Goldmine-Quelle hier irgendwie, aber es ist ja leider nicht der Fall. Attention. Building completed. Zumindest kommt es echt nur von hier oben dann und nicht von diesen beiden. Also eine Seite, zwei Seiten. Hm, hier ist wirklich alles. Hier habe ich bloß zwei Fronten, die kommen wenigstens. Das ist eindeutig. Die haben jetzt keinen, den sie sich teilen. Das sind die zwei. Hab hier aber dafür alles andere. Great. Ich hab keinen Bock auf die letzte Welle. Oder generelle Welle. Überhaupt irgendwas. Das wird hier nicht gut ausgehen. Hier wird eine Farm gebaut werden. Der einzige Nachteil ist natürlich, dass ich jetzt gerade jetzt hier nicht weiterentwickeln kann, sondern keiner drin ist. Oh. Achso, der da oben, der war noch nicht. Ja, ich hab's verstanden. Ich hab alles gebaut. Ich bin toll. Danke für die Info. Was haben wir denn jetzt noch nicht erobert? Da und da. Da fehlt noch was. Dies und jenes. Und da bin ich jetzt echt mit allem ziemlich durch. Das heißt, so weit, so gut. Ich würde gerne noch einen Fisch. Ach, mal hier noch einen Fischer bauen, siehste. Werde ich auch noch machen. Auf jeden Fall. Und jetzt die doch alle weiterentwickeln. Ich bekomme jetzt auch nicht Gold dazu, so ist es nicht. Das läuft dann.
Wie gesagt, mit dem ganzen Bauverein drum und dran lasse ich mir Zeit. Von das Holz brauche ich erstmal für das Ausbauen der ganzen Häuser, für das Geld und so weiter. Das ist einfach wichtiger. Der Rest der Zeit bis eben Tag X. Eine ganz klare Sache. Was ich aber schon mal machen wollen würde, vielleicht ist hier die Tore setzen bei den Schienen, damit ich da schon mal eine ungefähre Orientierung habe. Abgesehen davon kann der Rest noch wirklich warten eine Weile. Wenn es passt. Es passt halt gerade nicht. Ich wollte nochmal wegen dem Fischer gucken, siehst du? Passt der da hin? Nee. Da geht er noch. Siehst du. Schön. Hier komischerweise nicht. Für 17, 3 mehr, aber da oben ist mehr als nichts. Das bringt mir auch nicht viel. So, zack. Jetzt, oh, 16 sogar noch. 18. Ich meine, per se habe ich die, bis die Angriffswelle kommt. Na, was soll's? Komm, hau rein. Hast du eigentlich recht, das ist ja Quatsch, damit zu warten. Um das nicht zu machen. Das ist eigentlich Quatsch eigentlich. Nee. Dann nutzen wir es aus, so gut es eben geht. Dann passt das für mich. So. Ganz kurz die Gegend checken. Ich habe unendlich viel Nahrung. Die wir unendlich weiter vererben an unsere ganzen Leutchen hier. Der hat Feierabend. Ich brauche einen neuen Markt. Und um den neuen Markt herum werde ich mich dann gleich orientieren, würde ich sagen. Machen wir es andersrum. Ich baue erst die ganzen Häuser und dann den Markt. Ich weiß es nicht genau. Warte mal, da kommen sie eh nicht durch. Dann kann ich auch dahin bauen. Kommen sie da weiterhin durch, das ist okay. Hat der hier auch fast alles, was er machen kann, abdecken kann, abgedeckt. Bis auf hier, wo ich ein bisschen freilassen möchte. Man ist ja doch zu heikel. Wobei. Das geht eigentlich, oder? Das geht noch. Das ist okay. So. Das dazu. Attention. Building completed. So. Wir haben hiermit dann die Hälfte von den Leuten, die wir haben müssen gleich. Attention. Building completed. Ist nicht genug, aber es ist okay. Ah, Mann. Markthalle. Ich kann sowieso nicht bis daran, Bomber. Das hält auch nicht doppelt. Ich meine, einmal geht es, zweimal geht halt nicht. Ist auch ein bisschen schade. Per se bringt es nicht viel hier noch. Muss echt gucken. Ich meine, ist halt doof, weil ich diesen nicht so drehen kann, dass er quasi diagonal ist. Ist er gerade ist. So ein gerades Viereck. Wäre natürlich ganz cool. Damit ich hier entsprechend die Ecke abdecken kann. Geht halt nicht. Weil so, was ich mache, da wird Verlust natürlich dabei sein. Und ich kann auch nicht alles ranbauen hier. Am ehesten noch so bauen, dass ich. Ach, ich weiß es gerade nicht genau. Ich kann auch hier einen hinbauen und hier unten noch. Das glaube ich am ehesten noch tatsächlich. Baue ich hier alles voll? Ja, machen wir das so. Und dann für unten noch einen weiteren. Den kann ich ja auch schon theoretisch direkt bauen, weil ich so viele Leute habe. Das passt also. Und baue ich jetzt um den herum einfach alles, was geht. Ja, toll gemacht. Richtig gut angefangen hier. Also. Ich kann auch direkt hier weitermachen. Ja, machen wir auch. So. Semi-optimal vielleicht. Dann baue ich die noch ein bisschen dichter ran. Geht gar nicht. Oh. Muss er doch da bleiben, wo er gerade war. Was soll's. Dann bleibt's dabei. So. Eine Menge Sniper habe ich schon. Natürlich reicht es noch lange nicht aus wie die Welle nachher. Ist keine Frage, aber es ist schon mal ein guter Anfang. Noch ein bisschen mehr Holz wäre ganz cool. 7, 6, 5, 12. 12 fliegt nach einer Zahl, die man gebrauchen kann. Wie geht das hier nicht? Achso. Da fehlt Gold, das ist ja ein Ding. Das ist nicht in Ordnung. Da ist es da. Was ist hier nicht? Ich hab da ja nicht. Achso. Das kollidiert bloß, deswegen geht's nicht. Ja, dann. So. Holz. Holz. Gibt ja auch ein bisschen Nee, es gibt Arbeit dazu, aber keine Kolonisten. Na toll. Das macht nur die Farm. Aber bitte. 77. Ja. Obwohl hier
der Wald damit drin ist, ne? Krass. Auch nochmal 77, hammermäßig. Oh, nochmal 24 Kolonisten dazu mit den beiden Farmen. Das ist natürlich auch nicht geil. Nicht ungeil. Das läuft. Oh Mann. Das ist echt alles schwierig. Ja, ist wirklich schwierig. Naja, aber wir machen das Beste draus, ist ganz klar. Was sollen wir sonst tun? Das ist fein. Ich gang jetzt ein bisschen Gold. Gold, liebe Leute. Gebt mir Gold. Gibt das eigentlich auch Kolonisten dazu? Nein, natürlich nicht. Ist ja auch komisch gewesen. Das alles auch nicht. Lager habe ich dort, Lager habe ich hier. Ich könnte hier auch noch ein Lager hinbauen für die zwei, drei Sachen, die ich habe, aber ob sich das so lohnt. Zumal ich hier eigentlich die ganzen Häuser noch hinhaben will. Weiß ich nicht so genau. Ja, hier noch. Ich meine, ich brauche eigentlich gar kein Lager mehr. Ich denke hauptsächlich jetzt wegen mehr Lagerplatz nach. Naja. Ist jetzt so sinnvoll, das weiß ich halt nicht. Oh na, schön. Da passt einer hin. Da auch. Ungern. Habe ich hier gar... Nee, das bleibt so. Also hier durch... Hier durchgehen können alle und dann halt das andere als Weg. Ist alles nicht so optimal, aber es geht irgendwie. Klapp. Klapp, klapp. Klapp. So. Dann ist hier Verteidigungslinie. Demnächst wird sie eröffnet. Oh Mann, hallo, klick. Danke. Tja, dann. Attention. Muss hier aber auch. Oh, es wird noch ganz schön eng hier. Mit dem. Ich baue halt so weit vorne, attention, wie es geht. Building completed. Und dann ist das zwar ein Fixpunkt, wie die Mauer stehen muss nachher. What? Wie die Mauer nachher stehen muss, habe ich gesagt. Immer dieses Nachfragen dieser Jägerinnen, ich verstehe es nicht. Nervig! Ach so, so, es hat doch keine hohe Priorität, wisst ihr ja. Ich habe die Hälfte geschafft an Mitbewohnern, jawohl. Mitbewohner, attention, hat's auch schön gesagt. Building completed. Natürlich fehlt immer auch sehr, sehr viel. Hey, geht. Attention. Oh Mann. Bauen wir noch ein bisschen nach da oben, ist ja auch nicht verkehrt, ne? Warte, genau. Doch, genau da. Siehst du, das ist ein sehr schöner Orientierungspunkt an dem grünen Dickens da dran. Bis dahin reicht das. Okay. Eis verkaufen für mehr Gold. Eis verkaufen für mehr Gold. Dann bauen wir uns noch ein paar Scharfschützen. Man kann nie genug davon haben. Hab's habe ich schon mal erwähnt, aber in so einer mittel- bis schweren Survival-Karte reichen 20 bis 25 Scharfschützen, um die ganze Map nach und nach zu clearen. Attention. Zumindest die Maps, ich habe bisher alle, bis auf die beiden vorletzten, die beiden letzten, glaube ich, habe ich, glaube ich, alle Missionen und Maps freigespielt und geschafft. Das heißt, jetzt habe ich nicht geschafft, die dann geschafft werden muss, um die letzten beiden frei zu spielen. So, die vorvorletzten habe ich quasi nicht. Und in diesen Maps reicht es bisher immer echt aus, diese große Menge an Scharfschützen zu haben, um wirklich alles aus dem Weg zu räumen. Das ist schon echt ein feiner Haufen an Leuten. Der Scharfschützenverein. Machen wir es halt so. Ah! Geht auch noch eins. Wunderschön. Bis nach oben. So. Und da, wo die gerade stehen, müsste auch noch eins hin. Oder zwei oder drei. Okay. Ach, Energie. Das alte Lied der fehlenden Energie. Ja, ja. Wir kennen es gut. 10 habe ich. Ich hätte doch gern ein paar mehr. 3 oder 4. Oder 20.000. Und das ist aber Bus. Arbeiter, keine Nahrung. Das ist ja auch nicht verkehrt. Wenn ich nachher das hier nicht mehr bauen kann, werde ich mir davon ein paar holen müssen, zwangsläufig. Aber erstmal brauche ich Energie ohne Ende noch. Ich gucke, wo ich da was noch hinstelle mit der Energie. Doch einiges an Energie brauchen. Aber man hat ja nur begrenzt Möglichkeit, das zu bauen. Ich
Tja, sagt sie alles so, ne? Oh, ich habe Ressourcen nicht mehr, okay. Was sind jetzt 4 Mühlen? 5 Mühlen. Das gibt natürlich einiges Energie. Es könnte schon fast reichen für alles weiter, aber nein, es. Nein, das reicht nicht. Sniper is ready. Musst du gar nichts erzählen, das wird nicht reichen. Building completed. So. Direkt daneben noch ein oder zwei wären cool. Ja. Oder einen bloß. Achso, Materialien fehlen. Ne, Energie. Ist gleich da, keine Angst. Zumindest habe ich eine ordentliche Goldeinkommensquelle. Ich habe zu viel Holz gerade, da kann ich schon mal anfangen, ein bisschen was hiervon zu bauen. Muss ja so oder so irgendwann gemacht werden. Lieber dann, wenn es passt, als wenn es nachher nicht mehr passt. Das ist echt ein bisschen ärgerlich, du kannst echt nicht viel machen. Zumindest habe ich hier Ende, sehe ich gerade. Das ist ein paar Türme gesichert, schätze ich mal. Das ja, es geht vielleicht doch irgendwie alles noch irgendwie. So, belassen wir es erstmal dabei, denn wir haben ja jetzt unser Holz schon gut verbraucht. Es wird echt lustig hier, meine Güte. Sniper is ready. Super lustig wird das. Und mit lustig meine ich total ätzend. Mega total ätzend. Häuserbau. Na. Machen wir das so, was soll's. Da oben geht auch noch was. Na. Dort und dort. Achso. Da. Wenn davor keiner passt, dann lasse ich es an der Stelle sein. Oh, da spielt einer Chained Echoes bei mir in der Freundesliste bei Steam. Schön. Soll ein tolles Spiel sein. Hab ich mir sagen lassen. Bin gespannt, wenn ich dran bin. So, das ist ja der einzige Durchweg hier, ne? Lass ich also, wie es ist. Kann ich da noch ein bisschen weitermachen? Da noch gerade nicht. Das lassen wir ja trotzdem irgendwie. Hilft hier alles nicht. So. Oh, meine Nahrung ist... Oh, fuck. Damit habe ich bei den ganzen Farmen jetzt nicht mehr gerechnet. Attention. Building completed. Dass jetzt noch ein Nahrungsmangel kommt. Oha. Ich kann hier nochmal 70 hinbauen. Eieieiei. Attention. Building completed. 62 ist auch nicht schlecht. 62 ist es okay. Building completed. Da geht aber nichts mehr hin. Hilft alles nichts. Oh, alles vollgebaut. 65 geht auch nochmal. Und hier nochmal 77, dann ist das so. Das müsste aber an Nahrung ausreichen jetzt für alles andere. Das sind nur noch 5 Farmen. Och, komm. Das reicht auf jeden Fall, um den Rest voll zu kriegen. Schätze ich mal. Dann ist alles andere jetzt eher Mangelware. Guck mal. Da habe ich mich ausgebaut. Was ist da los? So. Ich weiß nämlich hier sinnvollerweise. Ich könnte echt tatsächlich die komplette Karte so lang eigentlich verbauen. Mit Holz wenden. Oh, da fehlt auch noch ein bisschen was. So. Ich glaube, das mache ich so oder so, damit ein bisschen was zu beißen haben, die ganzen Zombies. Und dann eine Scharfschütze, wir haben ja eine entsprechende Reichweite. Ich bräuchte dann halt so hier hin. Oder so. Bin ich mal gespannt, wie es funktioniert. Ach, sowieso das alles voll. Ein Punkt ist mir jetzt echt egal, das mache ich da nicht extra. Ah, Holz alle. Okay. 1250 Leute haben wir. Fehlen noch 400, das sollten wir echt noch hinkriegen. In diesem Bereich hier. Schätzungsweise. Aber dennoch wird es wahrscheinlich relativ knapp. So. Oh Mann, diese Karte, ehrlich Leute. Die macht mir Kummer.
Ist nicht mehr drin, die beiden, ist egal. Muss ja auch nicht unbedingt. So, und der letzte Markt, der kommt dann hier hin, nicht wahr? So, um den Dreh. Dann haben wir Märkte überall. Florierende Wirtschaft. Na, guck mal, perfekt, das passt ja rein. Zack, 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 Ende. Kein Holz mehr. Trotz meiner extrem krassen Holzproduktion. Death, lovely death. Genau so sieht es nämlich aus. Ich mag tote Zombies. Sehr gerne sogar. Ja, ja. Aber echt alles so weit ausnutzen, wie es eben geht hier mit den Zäunen. Attention. Building completed. Damit sie sich zumindest feststecken eine Weile und meine Scharfschützen trotzdem feuern sind von weiter hinten. Das ist der ganze Sinn dahinter, das wird schon irgendwie funktionieren, wie ich mir das vorstelle, denke ich. Sniper is ready. Was echt, meine mit Steinhäuser, wenn ich jetzt schon auf meinen 1600 Fläche alles voll machen könnte, keine Frage. Hab ich aber eben nicht. Und das ist halt die Krux an der Stelle. Da fehlt mir eigentlich, könnte echt vielleicht noch ein paar Jagdhütten morgen, gibt auch zwei Kolonisten dazu, ne? Ich meine, nur aus diesem Grunde tatsächlich. Nicht so sehr wegen der Nahrung, sondern mehr wegen den Kornisten, die es dazu gibt. Da-da. Sniper is ready. Es sind jetzt auch wieder ein paar Leute dazu, einfach. 1, 2, 3, 4, 5, 10 Kornisten. Hey, mein Kleinvieh macht auch Mist, liebe Leute. So sieht's aus. Da kann ich mir eigentlich auch noch eine Lagerhalle hier hinsetzen. Der ist voll abschmieren, mein ganzes Inventar. Komm, was soll's. Hau rein. Ich habe echt wirklich alle Farmen drin in den Lagerhallen. So ist nicht. Oh, ich habe schon keine Energie. Oh, verdammt nochmal. Das Energieproblem ist auch langsam. Wirklich ein Problem tatsächlich. Dass ich Abstand mal dazwischen haben muss, ist wirklich unpraktisch manchmal. Deswegen bin ich mal sehr froh über so ein Kraftwerk, was ordentlich was dazu gibt und nicht so viel Platz wegnimmt. Das habe ich hier alles gerade nicht. Ich hoffe, es reicht jetzt aber für alles hier, Leute. Dann langsam reicht es mir auf jeden Fall. So, zack, 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 zack. Wie? Kostet ja auch Holz, die Dinger, ja, ne? Aha, 20 Stück, dann ist kein Wunder, dass alle ist schon wieder. Oh Mann. Train has arrived at the station. Da 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 da. Da 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 da. Attention. Building. Zumindest habe ich hier nahezu meinen kompletten Wald rumgemacht. Das ist auch nicht. Sieht man nicht so oft in dem Spiel. Zumindest ich nicht. Die Karten sind eben nicht so gemacht in aller Regel, ne? Dass man das so hinkriegt. Warte. Nee. Oh, nichts zu bebauen hier, Tatsache. Dann muss ich das so machen. Sieht nicht ganz so schön aus, aber hilft ja nichts. Was ist das denn hier? Auch merkwürdig. Egal, es ist aber das, was es sein soll. Mann, 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 Mann. Building completed. Hier kommt nur ein Zug durch, sonst nichts. Oh, ich habe auch nicht mehr so viele Tage Zeit bis zur ersten Welle. Es reicht, das reicht. Building completed. Sonst nur eine Welle ist und nicht diese Welle, weil da steht ja mal 60 Tage und so und kann auch im Survival steht immer 120 Tage, was du spielen musst, keine Ahnung, was du einstellst. Es sind doch immer 10, 20 weniger, bevor die letzte Welle kommt. Das ist ein bisschen merkwürdig, irritierend, aber es ist so. Aber die kommen gar nicht durchgelaufen hier. Ich dachte, hier wäre Platz eigentlich. Das ist ja unpraktisch. Ich glaube, ich belasse es dabei trotzdem. So, wir brauchen auf jeden Fall noch diese Sachen hier und ganz viele. Ach, stimmt, geht ja auch wegen dem Markt, der macht da. Der ist der Platz dazwischen. Eine Reihe noch. Was? Ach. Da fehlen mir ganze Sachen dafür. Ja, wir erreichen bald das gesetzte Ziel der 1600. Attention. Building complete. Da sehe ich auch gar kein großes Problem. Aber es ist echt wirklich, es ist einfach nur eng. Ohne Steinhäuser. Sonst wäre ich wirklich mit dem Bereich hier schon fertig. Weil ich glaube, es ist dann nochmal doppelt so viel wie in der Hütte. Weiß gar nicht genau. Ich glaube, es ist knapp doppelt so viel auf jeden Fall und das ist natürlich nochmal ein ganzes Stück mehr an Leuten,
auf keiner Fläche dann. Ich könnte aber langsam mal eine zweite Kaserne bauen, denke ich. Ah, wohin ist die Frage langsam, aber gut. Hier wird schon mal was frei sein irgendwo. Da. Ich wieder, genau. Oh, alles umzäunt einmal, das ist wunderschön. Das soll ein zweites Mal umzäunt werden. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das wird doch nichts. Das wird wirklich nichts. Aber ich sag, oh. Ich kann nicht so gemacht hier an der Stelle. Böse, böse, böse. Holz alle, achso. Ja, gut. Lass ein bisschen was hier mal verkaufen. Und ein bisschen, falsch rum. Nein, das war doof. Das war echt doof. Ich habe so wenig Steine, fällt mir gerade so ein. Brauche ich irgendwas Steine, was ich an da und her stelle? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Zack, zack, zack. Alles drin, ja genau. So wie es sein soll. Machen wir das so, machen wir das so. Lassen wir wieder einen frei. Muss ja auch gemacht werden. Und das dürfte langsam an unsere 1600 rankommen. Wir haben den Teil schon mal soweit erfüllt. Wo ist meine andere da? Geld habe ich jetzt echt ohne Ende. Ich kann das ja wunderbar machen. Das ist das Schöne. Das war ja mein Plan, jetzt extreme Produktion an Zeitplan zu haben. Muss halt nur gucken, dass die Nahrungsversorgung auch stimmt, weil die alle Nahrung brauchen, die guten Sniper-Leute. Das ist so ein bisschen der Haken. Attention. Building completed. So, ja, wieder soweit. War ich oben stehen geblieben? Genau da. Oh Mann. Ich weiß echt nicht, was das werden soll. Sniper is ready. Bin sehr gespannt. Who do you want me to punish? My rifle is ready. Naja, jetzt muss ich auch aufpassen, dass ich hier eins der Armee rechts habe, eins der Sniper-Armee links. So, ich noch mal ein bisschen das hier. Und immer, warte. Das ist der im Weg, oder? Ja, das geht nicht. Da hätte ich ganz gerne Platz gelassen, dankeschön. Ja, muss ja dann so. Ich weiß, ob da noch Platz ist. Ich will die Kamera generieren, das geht ja auch nicht in dem Spiel. Aber ich glaube, das ist zu dann tatsächlich. Es müsste nicht mehr funktionieren. Ah, jetzt auch. Oh, ha. Hier bin ich gefährlich dicht. Ich gerade an der Grenze dran. Ich hoffe, ich kann hier alles abfangen mit den Snipern. Da muss ich hier besonders viel hinstellen. Okay. Jetzt wird es dann doch langsam knapp mit dem Platz. Gefällt mir nicht. Gefällt mir gar nicht. Ich muss jetzt hier ein paar hinstellen. Sniper is ready. Naja, die ein, zwei Häuser, die noch hinpassen, da oben. Haben da keinen Bonus wegen Nahrung, aber sie geht mir noch ein paar Leute dazu. Ah, gut, wir haben es geschafft. Wir haben die 1600 Leute. Ich muss keine mehr bauen. Jetzt will ich nur noch Sniper, Sniper, Sniper. Und Verteidigung. Soweit sind wir dann mit der ganzen Sache durch. Das ist schon mal schön. Zack, 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 zack. Steinnorm, echt, das ist Normsus Ultra obendrauf. Naja, und Verstecker, Türme. Und dies und das. Ich habe noch einiges, was hier Normsus Ultra oben drauf geben würde. Das ist auch ganz schön eng, sehe ich gerade. Es eckt halt überall an bei der Karte. Das ist einfach so. Da kann ich nichts machen. Sniper is ready. Kann ich auch irgendwie einen kleinen Bonus an. Ah, alles voll schon mit Holzfällern hier. 7. Ich meine, 7 ist. Sniper is ready. Einfach ganz schön wenig, aber natürlich mehr als 0. 9. 8. 7, 6. 9.
Und hier nochmal die 7. Ich nehme auch den kleinen Schiss jetzt noch mit. Ich brauche einfach mehr Holz. Schätzungsweise. Puh. So. Fangen wir mal langsam an, die Türme zu bauen, ha? Ich kann ja wirklich. Sniper is ready. Hier jetzt auch dicht machen, tatsächlich. Nein, das haut nicht ganz hin. Geh wieder weg. Ich sollte erst die Türme vielleicht bauen. Das geht halt da auch als Abkann. Hier noch ein bisschen Mauern in die Mitte rein, das passt ja eigentlich. Dann baue ich wirklich jetzt dicht an die ganzen Häuser, die ganzen Türme ran. Und besetzt die alle. Wenn ich die alle besetzt kriege, was ich nicht glaube, dann glaube ich, habe ich eine gute Verteidigung, eine ziemlich gute Verteidigung. Aber wie gesagt, das glaube ich nicht, es wird nicht hinkommen. Ich brauche eine ganze Menge, wobei ich kann mir jetzt noch. Die brauchen bloß einmal Nahrung und einen Arbeiter. Arbeiter habe ich mehr als genug. Nahrung ist wieder Flaschenhals mit 82. Ich kann auch 82 Sniper bauen. Das ist natürlich nicht wenig. Ob es reicht und Lirum Larum, das werden wir alles später sehen irgendwann. Aber es klingt ja erstmal eigentlich nicht verkehrt. Sniper is ready. Oder bloß hier, meine, hier ist ja eigentlich sowieso Abschussland. Das sind bloß diese Stellen hier. 1 und 2. Die ich da wirklich beschützen muss und will. Ja, hier ist auch ein bisschen blöd gemacht im Lager, ne? Sniper is ready. Auch hier sind wir damit eigentlich durch. Weil die können ja von hier aus, glaube ich, echt die Typen erwischen, die hier vorne stehen. Deswegen ist es halt schon ganz cool, die da zu haben, theoretisch. Sniper is ready. Ein Freund, ein guter Freund, ist der Sniper. Oh, glaubt mir das. Ein Freund, ein guter Freund. Oh Mann, das wird doch alles nichts. Ich sehe ja so schwarz für die Mission. Trotz Sniper. Ohne Ende. Hier auch dann ein bisschen mehr so in die Richtung gehen. Alles voll machen. Ich will ja alles voller Sniper sein sollte, kriege ich das auch hin, denke ich. Weil ich hatte. Die haben Power. Die haben einfach Power. Habt ihr schon gesehen. Aber ich muss das dafür auch alles füllen, das sehe ich halt nicht. Es sind 1, 2 pro Turm 4 Stück. Knappe Sache. Hätte ich eine weiterentwickelte Farm, hätte ich dies und das und jenes, bla 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 bla. Sniper is ready. Habe ich alles nicht. Deswegen mal schauen. Sniper is ready. Auch sehr enge Kiste, das Ganze. Wenn hier mehrere Viecher kommen. Ich müsste wirklich alle möglichen Türme besetzen. Nice target. Ja, ja. Fangen wir es ein bisschen an damit, oder? Ich hab jetzt noch nicht so viel. Also noch 10 Tage, dann kommen die ersten Viecher. I need to kill something. Stopp, Pause. Mehr davon. Mehr davon. Ich glaube, ich brauche mehr in der Produktion, damit es ein bisschen schneller geht, das Ganze. Ich weiß noch nicht, wohin damit. Da ist gut. Ein bisschen mehr Nahrung wäre auch noch nett. Ich meine, ich muss die erstmal bloß herstellen, die Nahrung. Ich muss sie erstmal haben. Was kann ich hier eigentlich noch machen? Dann kann ich es auch nur was damit abreißen. Dann habe ich halt trotzdem das Zeug alles, weil das Spiel so funktioniert. Da habe ich eben Minusnahrung, aber meine Güte. Damit kann ich persönlich leben. Sniper is ready. So. Dann da auch noch. Da habe ich wirklich genug, um so viele Sachen zu machen. Für den Sniper auszubilden. Rein mit euch. Da muss ich ja nur noch schaffen. Ja, ja. Wo ist mein Ausbilder da oben? Plopp. Der Flaschenhals ist echt durch die Nahrung aktuell. Für meine ganzen Sniper. Aber das kriegen wir schon. Ich meine, ich kann auch tatsächlich für den Rest zu einen noch random so eine Sachen hinbauen, irgendwie vereinzelt. Ne? Ist ja auch jetzt nicht die Welt an Nahrung und so weiter, aber es ist halt Nahrung. Building completed.
Die brauche ich halt ein Stück weit noch. 13. Attention. Building completed. Dann werden die halt angegriffen, als sie den tot gemacht. Dann kommen nur ein, zwei Zombies mehr raus. Das macht dann auch den Bratlinger fett, würde ich sagen. Aber ich habe viel mehr potenzielle Sniper auf dem Feld. Meine Energie frisst auch ein bisschen, was ist auch wurscht. Ich brauche auch weiter keine Energie mehr. Ich habe ja genug. Ich muss ja keine Gebäude mehr bauen, die Energie brauchen. Ist auch so schön. So, das haben wir auch fertig hier oben. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Hier alles voll machen. Building completed. Oh Mann. Attention. Building completed. Wird echt lustig. Attention. Building completed. Mhm. Attention. Building completed. I need to kill something. Ihr werdet schon noch was töten. Sniper is ready. 10 Tagen knapp. Attention. Building. Sollte auch ein paar vielleicht nach hier unten schicken. Attention. Building completed. Ich mal da stehen. Sniper is ready. Death loves death. Hier da rein. Zack, 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 zack. Sniper zack, zack, zack. Schon fast alle hier den Sniper-Leute. Your sniper at your service. Plop. Oh Mann, ich sehe echt, dass ich die ganzen Türme voll kriege hier. Nicht mal annähernd. Trotz der hohen Produktion und allem drum und dran, aber das wird langsam wirklich knapp mit der Zeit. Ja, am liebsten noch eine Kaserne. Ich wüsste nicht, wo ich die noch hinstellen soll. Sniper da habe ich bestimmt ein bisschen Nahrung, kann ich. Aber ich habe genug Nahrung. Ich baue da noch eine hin. Zack. Für die Ecke hier. Hilft ja alles nichts, ne? Ich brauche einfach die Leute. So many targets, gotta love it. Noch haben wir kein Target, aber schon mal schön, dass du so eingestellt bist. Oh Mann. Was ich noch brauche, ist natürlich am besten noch ein paar Mauern decken vor den Türmen. Dass die nicht so gut angegriffen werden von irgendwas, wenn die das mal durchkommen. Da, 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 da. Ihr könnt auch mal in so einen Turm reingehen. Tun, als wenn ihr gut wärt. Tut einfach so. Muss ja keiner wissen, dass es nicht so ist. So. Alles voll fast mit Mauern. Das ist einfach das Einzige, was jetzt noch geht. Da, 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 da. Wie gesagt, aufgrund dessen, dass sie hier festgehalten werden, die Sniper überall ranschießen können, dürft ihr da schon eine ganze Menge abfangen. Letztendlich. Holz, 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 Holz. Schön. Sniper bitte. Ich will eigentlich alles mit Spikes vollhauen, aber es geht halt nicht. So. Nee, 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 nee. Wir werden da überall hängen bleiben, überall gegenhauen, während es abgeschossen werden. Das ist halt der ganze Plan dahinter. Und dass wie es funktionieren kann. Und hoffentlich auch wird. Hier nicht ganz so leicht. Ach, Holzzahle. Oh Mann, ey. Das wird irre witzig. Sniper is ready. Zack. Sehr wenig, ich brauche noch viel mehr. Oh Mann. Immer schön nachfüllen. Wir können eine automatische Produktion aktivieren bei solcher Sache, aber das geht ja, glaube ich, auch gar nicht. It's a nice day to die. Mhm, hoffentlich nicht für uns, Keule. Wir wollen noch ein bisschen leben. Sniper is ready. Zack. Einfach alles beschützt, was man beschützen kann. Gut, hier ist ein bisschen knapper mit den Türmen. Wir gehen farmen jetzt auch. Das ist natürlich vielleicht ein bisschen ungünstig gewesen, aber so sieht's aus. Sniper is ready. Wo ich mit ein bisschen Nahrung hier raus kann. Ich habe gerade sowieso mehr Arbeit, mehr Nahrung als Arbeiter. Kann ich hier ein bisschen was wegnehmen. Das ist gerade nämlich der Arbeiterteil der Flaschen halt so nicht das andere. Ach ja. Und ich sehe gerade, ich bin schon wieder völlig über der Zeit. Ich muss eigentlich den Stream beenden, aber ich kann gerade nicht, weil ich wissen will, wie es ausgeht. Oh. Weiß ich spiel. Ich glaube, ich mache eh noch so lange, bis die erste Welle hier. So, machen wir hier auch zu, was soll's. Sniper is ready. Bis die erste Welle durch ist. Ich muss aber wissen, was dann passiert. Ich brauche das Call. Boah, ja, so viele Leute überall. Meine Fresse. Dahin schicken wir. Das ist ein bisschen übersichtlicher für mich. Man, hier ist alles super abgedeckt, ne? Keine Frage. Alles andere dauert halt noch. Da brauche ich auch noch ganz dringend ein paar Leute. Ich schicke mal dahin am besten gleich, ne? Ah, ja, ist echt ein
Spiegeln die Zeit ist Quatsch. Das ist natürlich sowieso ein Spiegeln die Zeit, egal was du machst. Das ist das Spiel normal, das ist darauf ausgelegt. Hier bin ich echt eine gute Front zu verteidigen. Hier ist halt alles ein bisschen schwieriger. Echt die Frage, wo sie alle kommen nachher. Das kann ich nicht abschätzen. Warte mal kurz, komm mal hier unten mit an. Das wird auch schon mal ein paar haben. Das ist auch noch wichtig. Oh Mann. Ich könnte echt noch zwei weitere Kasernen an dich vertragen. Ohne Witz. Ich habe einfach keinen Platz mehr zum Bauen. Ah. Das ist einfach schnell zu mir. Plus minus null hier, das Ganze. Doch wunderbar. Es geht sich einigermaßen aus. Ah, zumindest das finde ich schon mal so weit so gut. Wo könnte ich hier noch was hinbauen an Kasernen? Ich habe aber keinen Platz mehr. Das ist alles voll. Mir hieß echt wirklich, das dürfte laufen. Mit der ganzen Verteidigung da und so weiter. Alles andere weiß ich nicht. So. Nochmal durch. Ich war gerade ordentlich was davon weggenommen, ist mir klar, aber ich brauche diesen Schutz doch mehr, denke ich, als alles andere. So, da haben wir mal einen Schutz vor die Häuser gebaut. Bin so froh, dass die Energie auch ausreicht für alles, was ich jetzt mache. Nochmal das durchbauen. Ja, sind halt die ganzen Mühlenleute da alleine und verlassen. Dann ist das so. Dann müssen wir da durch. Und die, wie kommt die da draußen überhaupt hin? Ist über den Fluss geschwommen oder was? Kann ich da noch ein Tor bauen vielleicht? Ein oder zwei? Das wäre ganz nett, dankeschön. Rein mit euch. Ich hoffe, ich auch nicht so viele Gegner nachher. Es wird mich echt. Es wird aber. Nee, selber schießen eben auch nur einmal, bla. Wenn an der Stelle, wo gerade unten so wenig sind, jetzt ganz viele Gegner kommen auf einmal, reichen die dann auch nicht aus. Die fünf Türme da, wenn die voll besetzt sind, was ja auch nicht sind. Einfach. Sind sie ja nicht. Oh Mann. Das macht echt Druck, das Ganze hier. Da rein. Puh. Das wird was. Kann ich noch jetzt vielleicht ein oder zwei von der Sorte packen? Einfach so mal aus Spaß und Freude. Hab ich jetzt alles damit voll gemacht. Ich glaube schon. Ach, 13. Schön. Ich glaube, ich komme nicht auf die 300 letztendlich, aber ich würde gegebenenfalls vielleicht noch tatsächlich ein Gebäude wo abbauen. Vielleicht eine Farm für eine Kaserne. Was mache ich auch direkt? Komm, das bringt doch alles nichts hier. Ohne. Die 30 kann ich nicht machen. Nein, ich kann keine Mühle abbauen. Da kann ich nichts mehr bauen. Das bringt auch nichts. Ich brauche per se keine Steine, aber auch das ist ja nicht so, was ich sagen würde. Das ist jetzt völlig im Weg. Wo kann ich noch was hinbauen? Vielleicht, sonst reicht hier noch ein normales Haus, aber es geht auch vielleicht noch irgendwie. Ah, hier sieht es so gut aus. Wenn der wegkommt, passt der da noch hin. Weg. Machen wir es lieber so. Damit ich auch da reinlaufen können. Zack. Ich brauche einfach mehr Kasernen. Ah, guck mal hier, schön. Ganz viele Leute. Überall drauf. Ah, jetzt kommen die noch nicht mehr an. Jetzt kommen sie da schon nicht mehr an. Wegen dem Ding hier. Unpraktisch. Schön. Wie lange dauert noch bis zum nächsten Tag jetzt? Ich will ihn langsam hinter mich bringen, den Mist, ey. Ah. Ba-ba-ba. Kann ich irgendwie alle davon aktivieren eigentlich? Ja, es geht. Das ist ja praktisch. Nur direkt das hier alles mal ausstatten müssen. Oh Mann, ey. Ach, vor allem meine Karte unten links aussieht, ne? Jetzt sehe ich es gerade zum ersten Mal. Ich bin eigentlich hingeguckt. Komplett voll gepflastert. Hätte ich jetzt hier echt noch Selbstschussanlagen dazwischen. Das wäre hammergut. Hab ich aber nicht, weil gibt's nicht. Ich hoffe, ich schaffe das, ehrlich. Attention. Building completed. Ich sehe es nämlich einfach nicht. Sniper is ready. Ich
kann noch 300 Sniper bauen, liebe Leute. Ich habe noch echt Potenzial nach oben ohne Ende. Das sind viele, viele Sniper. Sehr viele Sniper. Hier oben ist ich, wenn es voll ist, okay, aber das ist echt die kritischen Stellen hier in der Sache. Ich weiß einfach nicht, ob das hier hinhaut. Das hier auch so knapp. Sniper is ready. Oh Mann. Ich werde auch keine anderen Sachen bauen. Ich baue nur Snipers. Der Rest bringt's einfach nicht. Sniper is ready. Vielleicht nicht mal aus Spaß und Freude den. Achso, plus 3 hier. Sniper is ready. Da oben mit drin oder bei 8 und 4. Also, komm, einfach bauen, machen, tun. 3 Tage noch. Boah, das dauert doch lange, ey. Das gibt's doch nicht. Ich will ein bisschen fortspulen. Das Spiel ein bisschen schneller laufen lassen. Das ist aber nicht so viel zu tun hier. Oh Mann. Sniper is ready. Ich hab echt so Bammel. Und dann spielst du echt eine gewisse Zeit immer das Spiel und dann kommt am Ende die letzte Welle, du hast keine Chance, weil du dann doch verkackst. Das ist dann natürlich ärgerlich. Unvergleichlich ärgerlich. Das möchte ich natürlich tun. Oh Mann. Wenigstens ein paar Spikes. Ich sag's immer wieder, ich weiß. Ich drehe mich im Kreis mit den Kommentaren, aber. Es ist einfach so. Echt eine tolle Front. Das gefällt mir sehr gut an der linken Seite. Ist alles top und dicht. Sniper is ready. Blöde Lagerhalle. Ich könnte die Zäune hier wegnehmen, so ist nicht. Müsste man halt dann auch nochmal neu hinbauen. Dann kämen sie da alle an. Das mache ich jetzt auch. Muss ja irgendwie die Türme besetzen. So, zack, rein mit euch. Alle auf. Oh Mann, ich bin echt gespannt, was das alles wird. Wie kommt der schon wieder? Da kommt man nie da weg, der Typ. Das ist auch doof für ihn, ne? Sah gefangen außerhalb der Mauern, aber naja, selber schuld. Es gab eine Ausgangssperre. Er hat sie nicht befolgt. Selber schuld. Immer weiter. Ich habe echt 5 Stück. Ich habe 5 krasse Kasernen, weil ich so viel Zeitdruck habe und so viele Sachen, die ich bauen könnte und machen müsste eigentlich. Wahnsinn. Oh, ich sehe gerade, ich habe jetzt wieder mehr Nahrung als... Wobei, eine Nahrung und ein Arbeiter. Das war doch eben gleich gewesen. Ah, ich habe ein paar Häuser abgerissen, stimmt. Ich habe ein paar Häuser abgerissen, alles gut. Dann ist das klar, warum. Komm hier, dann baue ich nochmal ein Haus, den nicht wie ich bin. Ne? So sind wir ja nicht. Also ein Haus ist nicht so groß wie eine Kaserne, aber... Das ist trotzdem alles voll. Oh, guck mal, das geht noch. Das geht sogar noch wunderbar. Da geht auch noch einer. Da siehste. Ich muss wieder meckern. Neu bauen. Da rein. Zack, zack, zack. Keine Müdigkeit vorschützt. Wir haben noch viel zu tun. Sniper is ready. Da links, ja, ne? Auch fast alles voll. Also hier ist auch inzwischen gut gesichert mit Snipern. Ich sollte vielleicht hier die höchste Priorität auf die höchste Stufe setzen. Das ist auch mal empfohlen worden. Weil sie mir Schaden machen, dass sie normalerweise die großen Dinge auch mitnehmen. Kommt er da jetzt rein oder nicht? Geht doch außen rum. Leute, ehrlich, ich habe extra frei gemacht da drüben. Eine Horde ist von... Oh oh. Sniper is ready. Geben keine Richtung an. Das heißt, es ist tatsächlich die finale Horde, die jetzt kommt. Ach du Kacke. Es gibt nur... Von wegen... 66 Tage? Es sind 44, liebe Leute. Tja, dann werden wir jetzt aber leben, ob es reicht oder nicht. Und ich schätze mal nein. Au, au, au. Mir ist aber hier alles dicht, das ist jetzt auch egal. Genau, werde ich niemals brauchen, verbrauchen. Aber alles dicht jetzt. Sniper is ready. Überall was hinbauen. Oh ja, von 4 Seiten. Na gut, na, das sagt sich so, ne? Natürlich toll, wollen sie das. Our buildings are being attacked. Sieht Hannibal aus gerade.
Ja, hier links war natürlich viel zu erwarten, alles ziemlich sauber. Die da, aha. Kommt ihr mal da lang, wenn es auch. Ich glaube, das schaffen wir gar nicht bis dahin, bis alle tot sind, oder? Ah, das kriegen wir hin, Leute. Das ist quasi im Kasten, das Ganze. Da muss das alles tot. Es geht doch wieder besser als gedacht. Nur hier ist echt ein bisschen gruselig gerade. Es ist eng. Aber abgesehen davon sieht es hier gut aus. Tatsache, nur hier unten. Gut, da geht es ein bisschen durch, aber sollen sie machen? Das gönne ich ihnen ja. Ach, da oben bleiben können ein paar Leute hier. Den da müssen wir noch tot kriegen irgendwie. Macht er nicht. Ach doch, macht er ja. Krass! Die haben echt. Die haben. Ich sag ja, Sniper sind Hammer. Guckt euch das an. Ich hab. Da ein bisschen was kaputt. Hier ein bisschen was kaputt. Aber es sind alles Holzwände ohne Verstärkung und alles. Krass. Wir haben es echt geschafft. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ist heute ein schöner. Wie Master ist überzogen, aber ich habe den Stream beendet. Ich werde mal gucken, was ich mit 4 Punkten noch alles Schönes machen kann jetzt. Aber das soll es für heute gewesen sein mit dem Stream. Oh. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Gehabt euch wohl. Ciao. Und nicht vergessen, böse Miene zum guten Spiel.